In der bitterkalten Valascha wurde stilgerecht das Tessiner Derby zelebriert mit allem, was dazugehört. Spektakuläre Checks. Starke Paraden und viele Emotionen. Timo Helbling wurde nach diesem Ausraster mit einer 5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe vom Eis geschickt. Es wurde aber auch Eishockey gespielt hier in Richtung Lugano-Tor. Erik Westrom auf Paolo Duca, das 1:0 für Ambrì kurz nach Start des zweiten Drittels. Minuten später der HC Lugano im Angriff. Andi Näser mit dem Ausgleich, der Schuss aus dem Gewühl heraus, Croce im Ambrì-Tor chancenlos. Die nächste Szene. Lugano im Powerplay. Jean Paul und dann Numelin. Die erstmalige Führung für die Luganesi. 2:1 für die Gäste in der Valascha. Nur wenige Sekunden später wieder Verkehr rund um Ambrì-Hüter Croce. Ein Pass abgefangen, fast nicht zu sehen. Die Scheibe aber im Tor. Torschütze war Dario Kostovic vom HC Lugano. Dieses Tor in der 36. Minute. Im Schlussdrittel machte der HC Lugano alles klar. Julien Vauclair mit einem Weitschuss traf in der 51. Minute zum 4:1. Nat Dominicelli, ehemals in Diensten von Ambrì, schoss noch zwei weitere Tore für die Gäste. Der HC Lugano gewann das Tessiner Derby in der Valascha mit 6:1.